Vielleicht habt ihr ja schon davon gehört, es gibt eine super Alternative, um sich einen Friseurbesuch zwischendurch mal zu ersparen, und zwar den Unicorn Cut, vor allem eben für Curly Girls. Dieser Haarschnitt verspricht, dass ihr auf eine ganz super einfache Art und Weise eure Locken wieder ein bisschen schöner in Form bekommt, dass sie sich wieder mehr hochziehen, ihr so ein bisschen die kaputten Enden abschneiden könnt und ihr mehr Stufen bekommt. Ich habe das für euch mal ausprobiert, werde euch jetzt dabei mitnehmen, wie man das macht, wie ich mich dabei angestellt habe, wie viel ich mich getraut habe abzuschneiden. Deswegen habe ich meine Haare jetzt auch zusammengebunden, damit ihr nicht direkt das Endergebnis seht. Ich zeige euch auf jeden Fall hier mal ein Foto, wie meine Haare jetzt heute Morgen noch ausgesehen haben. Man sieht auf jeden Fall eben, dass die unteren Partien sich ziemlich aushängen. Generell die oberen, kürzeren Haare werden richtige Löckchen und drunter ist es eher eine wellige Struktur. Und ich wollte eben, dass das alles noch ein bisschen mehr wieder fluffiger wird, sich mehr wieder hochzieht, wie bei meiner vorigen, kürzeren Frisur, und mal ausprobieren, ob das denn jetzt zwischendurch mal einen Friseurbesuch ersetzt. Ihr werdet jetzt also sehen, wie das Ganze funktioniert, Schritt für Schritt erklärt. Das ist auch wirklich super einfach. Dazu gibt es auch noch eine ganz nette Grafik, die das Step für Step erklärt. Die werde ich euch zwischendurch auch nochmal einblenden. Und dann wünsche ich euch sehr viel Spaß bei diesem wieder einmal experimentellen Curly Girl Video. Zuallererst muss man nun also seine Haare einmal komplett nass machen. Manche waschen sie vorher, bei anderen steht, man soll sie nur komplett nass machen. Ich nutze es jetzt einfach, um meine Haare sowieso mal zu waschen, nehme dafür momentan den Duschbrocken für den Ansatz, und für die Längen nehme ich dann von Faith in Nature, ich glaube es ist Seealge oder Seegras und Zitrone, den habe ich jetzt vor kurzem im TK Maxx entdeckt, wirklich mal ausnahmsweise gab es mal bei meinem TK Maxx auch mal Faith in Nature Conditioner, werde den in die Längen einarbeiten und dann die Haare schneiden. Meine Haare sind jetzt gewaschen. Ich drücke sie nur mal ein bisschen aus, weil sie wirklich sehr nass sonst nach dem Waschen sind. Ganz ohne Curly Girl Methode habe ich jetzt einfach nur den Ansatz mit dem Duschbrocken gewaschen und die Länge ein bisschen mit Conditioner versorgt, damit sie nicht so trocken sind. Und jetzt dürft ihr, auch wenn sich alle Curly Girls dagegen sträuben, werden die Haare durchbürsten. Ich habe eben noch so einen Tangle Teaser übrig, der ist ganz schonend. Der hat etwas längere Borsten, der ist, glaube ich, für dicke Haare gedacht. Genau, Thick and Curly steht sogar mit hier drauf, wenn man es sehen kann. Und den habe ich einfach noch aus der früheren Zeit behalten. Geht ihr durch die Haare durch, vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger sein, da, wie gesagt, ich glaube, nasse Haare neigen eben dazu, schneller zu brechen, wenn ihr da so grob jetzt durchgeht. Außerdem weiß ich nicht, wann ich das letzte meine Haare so glatt gebürstet habe. Deswegen mache ich das jetzt auch vorsichtig. Einmal die Haare komplett. Sieht ganz ungewohnt aus, wenn man sich im Spiegel sieht mit glatten Haaren. Und da sieht man auch, wie lang die geworden sind. Ganz ungewohnt. Ich habe sie ja vor der Curly Girl Methode wirklich immer glatt getragen, beziehungsweise ich habe immer die Spitzen und Längen so geklättet, den Ansatz nicht, weil der auch, wenn ich die Curly Girl Methode mache, immer recht flach bleibt. Und deswegen ist es manchmal wieder so ein bisschen wie früher, wenn man sich dann sieht mit den glatten Haaren. Ja, also sie sind jetzt immer noch tropfnass. Und jetzt sollt ihr, also ihr braucht noch ein Haargummi. Ich denke, sowas wird jeder von euch da haben. Da braucht ihr auch nicht extra diese Invisibobbles oder sowas. Lieber so einen, wo ihr wirklich ganz tight eure Haare zusammenbinden könnt. Dann müsst ihr euren Kopf vorne übernehmen und die Haare wirklich komplett richtig schön glatt und streng ungefähr hier vorne am Kopf zusammenbinden. So. Ich hoffe, man sieht es ganz gut. Und alle auch so in Richtung vorne zum Zopf, den ihr binden wollt. Ist einfach nur wichtig, dass ihr hier wirklich alle Haare mit reinnehmt. Ich habe Haare, die noch nicht so die ganz perfekte Länge dafür haben, sage ich mal. Ich weiß auch gar nicht, wie man das mit kürzeren Haaren machen soll. Ein paar werden hinten rausfallen, aber das ist nicht dramatisch. Dann bleibt zumindest die Grundlänge bei mir erhalten. So.
wirklich gründlich machen ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt halte ich mir noch mal hier, eigentlich sogar noch weiter vorne. Hier sollte der Zopf wirklich sein, hier ganz vorne am Ansatz. Ich hoffe, man sieht das so ganz gut so von der Höhe. Und haltet den dann ruhig so fest und kämmt oder bürstet oder wie auch immer in diesen Pferdeschwanz rein. Und jetzt müsst ihr wirklich total fest den Haargummi hier vorne reinpacken, damit die Haare so bleiben. Da vielleicht auch als Tipp, nehmt keine oder generell soll man keine Haargummis nehmen, die hier so Metall drin haben, weil das macht euch die Haare kaputt. Es bricht die Haare und nehmt lieber so Haargummis, wo keine Metallteile dran sind. Jetzt wieder bürsten. Man sieht ja jetzt hier schon, also ich sehe es zumindest von hier ganz gut, dass ich hier unterschiedliche Längen habe. Ich muss mal gucken, wie viel ich mich traue abzuschneiden. Man kann diesen Unicorn-Cut auch in zwei Steps machen, wo man zuerst diesen Zopf hier nimmt und dann nur so die oberen Parteien von deinen Haaren nimmt, also noch mehr Stufen kriegt. Ich hoffe, das reicht jetzt aus. Ansonsten würde ich das dann nochmal nachträglich machen. Ich zeige es euch jetzt mal von der Seite. Ich blende euch auch gerne mal die Grafik ein, damit ihr seht, worum es mir jetzt geht. Ach, Boden ist klatschnass. Also, ich kämme es mir jetzt nochmal. Und zwar, so, man soll jetzt, soweit ich das richtig verstanden habe, jetzt nicht hier einfach gerade abschneiden, sondern das soll so eine leichte Kante drin haben. Ich hoffe, ich habe das richtig erkannt, aber so war es in den Grafiken zumindest dargestellt. So, so mache ich es. Okay. Puh. Schon ein ganz schönes Stück. Oh, ich hoffe, das sieht besser aus. Ich habe so dicke Haare, die flutschen immer wieder aus den Händen. Ich muss jetzt mal hier im Spiegel gucken, dass ich sehe, was ich hier veranstalte. So viel. So, jetzt schneide ich. Okay. Und beim Schneiden auch wichtig, nehmt keine Küchenschere oder Bastelschere, sondern holt euch wirklich eine gescheite Schere, weil die ist um einiges schärfer. Und macht euch nicht so die Enden fransig. So. Das war jetzt ein ganzes Stück, was abgekommen ist. Hier unten liegen die Spitzen. Hier könnt ihr es sehen. So viel ist jetzt nicht die Welt, aber ich wollte mich lieber rantasten. Nachträglich was schneiden kann ich immer noch. Also hier seht ihr es. Meine Spitzen sind jetzt ab. Dann gehe ich jetzt hier nochmal dran. Bei so dicken Haaren ist das echt nicht ohne. Ich kenne die jetzt nochmal. So. Man soll nämlich dann in den Spitzen hier noch so ein bisschen so reingehen, damit es alles schöner fällt am Ende. Und nicht so ein gerader Block ist. Es gibt bestimmt Friseure, die das jetzt sehen und die schreiend den Raum verlassen. Aber ich habe wirklich viel Gutes gehört, dass das total gut klappen soll. Ja, wir werden sehen. So, dann hätte ich das soweit geschafft. Ich mache sie mal auf. Vielleicht sieht man ja schon ein bisschen was. Ich denke, ich werde die noch mal kurz mit Wasser ausspülen, damit die Spitzen
die noch in den Haaren drin sind, noch rausgewaschen werden. Also diese abgeschnittenen. Oh. So. Ja, ist jetzt schwierig, was zu sagen. Ne? Man kann dazu jetzt noch kein Urteil fällen. Selbst wenn ich sie jetzt, denke ich mal, gerade büsse. Vielleicht sieht man dann ein bisschen was. Ich denke, ich werde jetzt so oder so nochmal Curly Girl methodentechnisch nochmal meine Haare jetzt behandeln. Die ich sie jetzt so glatt gebürstet habe. Aber es geht halt nicht anders. So. Von der Grundlänge dürfte jetzt nichts abgekommen sein. Wenn ich gucke. Nö, von der Grundlänge. Also sie sind immer noch gleich lang. Immerhin etwas. Ich weiß jetzt nicht, wie es von hinten aussieht. Aber ich glaube, so ein bisschen besser ist es. Wirklich viel habe ich jetzt nicht abgemacht. Also ich werde die Haare jetzt nochmal. So. Ich werde die Haare jetzt nochmal Curly Girl konform waschen. Pflegen, föhnen, also aber auch zwischendurch kurz ploppen und föhnen und dann gucken wir uns zusammen das Endergebnis an. Eventuell schneide ich vielleicht noch ein bisschen nach. Und hier sind wir mit dem fertigen Endergebnis. Meine Haare locken sich auf jeden Fall mehr. Auch hier an den Stellen, wo es sonst immer ziemlich platt war, ziehen die sich jetzt mehr hoch. Hinten genauso, finde ich, hat es auf jeden Fall unten, die sonst immer ziemlich strähnig runterhingen. Ihr seht sie hier am Vergleichsfoto, sind auf jeden Fall jetzt unten lockiger und ziehen sich mehr hoch. Genauso hier auf der Seite. Hat das jetzt schon einen Unterschied gemacht? Ich würde jetzt sagen, ich wäre sogar fast so mutig, nochmal drüber zu gehen und eventuell, weil es hier noch ein paar Strähnen gibt, die sich doch nicht so arg jetzt locken, vielleicht sogar nachträglich jetzt nochmal ein bisschen zu schneiden. Aber zuerst würde ich jetzt erstmal so lassen. Ich bin zufrieden damit. Die ziehen sich auf jeden Fall mehr hoch und es ist jetzt kein gigantischer Weltenunterschied, eben weil die Haare, die hier ganz unten drunter sind, die habe ich ja so gut wie gar nicht erwischt beim Schneiden, weil die hinten schon so wieder rausgefallen sind. Aber ich würde sagen, dieser Unicorn-Cut klappt auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen Veränderung will, ein bisschen einfach mal ein bisschen Leben wieder in die Locken oder Wellen reinrufen möchte, ist es auf jeden Fall super. Und ich würde sogar fast sagen, dass man ein bisschen mutiger sein sollte und ein Stückchen mehr abschneidet, als man sich zutraut. Ich würde auf jeden Fall weiterempfehlen, das mal auszuprobieren. Ich bereue es überhaupt nicht, auch wenn ich erst ein bisschen Bedenken hatte, weil Haare selber schneiden kann ja oft ganz schön in die Hose gehen. Ihr seht es ja am Vergleichsbild zu vorher. Ja, ich finde generell sind die ein bisschen fluffiger, ziehen sich mehr hoch und ich bin sehr zufrieden damit. Ich hoffe, dir gefällt mein neues Endergebnis jetzt auch. Falls ich nochmal nachschneiden werde, mache ich natürlich auch wieder ein kleines Video dazu und zeige euch, ob das jetzt noch was gebracht hat oder vielleicht doch dann ein bisschen zu viel war. Wir werden es sehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns zu dem nächsten Video zum Thema Curly Girl Methode.